Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grey Matter, wo wir gerade Dr. Styles sind und noch einen letzten Sinn brauchen, um uns hier in unserer Crazy Maschine an Laura zu erinnern. Und zwar den Geschmack müssen wir irgendwie noch finden. Also eine Weinflasche speziell. Und ich dachte mir, wir könnten ja mal versuchen, uns den Wein hier einfach mal anzugucken. Vielleicht gibt es da noch einen Hinweis. Laura und ich haben an dem Abend am See Wein getrunken. Aber ich muss herausfinden, welche Weinsorte es gewesen sein könnte. Wir haben hier tausende Flaschen. Okay, das gibt uns also keinen weiteren Hinweis. Das andere, was ich überlegt hatte, wir könnten ja nochmal schauen. Unsere Angestellte hat ja Laura im Spiegel gesehen. Und das könnten wir ja auch mal versuchen, ne? Wir konnten den Spiegel ja angucken. Moment, gehen wir nochmal ins Schlafzimmer. Und Spiegel, sehen wir die da vielleicht jetzt auch? Ich finde, der Spiegel sah ja schon sehr so aus, als würde da jemand erscheinen vielleicht. Und? Sie ist jetzt nicht hier. Aber ich bin mir sicher, dass Mrs. Dalton Laura gesehen hat. Okay, alles klar. Spannend. Scheint nichts zu bringen oder muss man nur ein bisschen warten? Ich guck nochmal. Wir warten mal eine kleine Weile. Nee, er macht schon gelangweilte Gesten. Ich fürchte, da kommt leider nichts mehr. Schade. Na gut, dann müssen wir jetzt gucken. So, wir wissen ja schon, der Wein war ein trockener Rotwein. Häuschen am See. Wir brauchen aber noch einen Ort und eine Jahreszahl. Und es könnte natürlich sein, wir müssen noch mal gucken, wo waren das? Laura in unserem Häuschen am See. Ja, okay, sie waren am See, aber die Frage ist ja, wo war das? Das waren ja irgendwie ihre Flitterwochen. Ich meine, das wäre in Frankreich gewesen, ne? Wir können ja mal gucken, was es zur Auswahl gibt. Wenn es Frankreich gibt, irgendwas sagt mir, es war Frankreich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weil die könnten den Wein ja direkt da gekauft haben, ne? So, ja, schließ mal auf, bitte. Geh mal da rein. So, wir gucken nochmal. Hier am Computer der Weinkeller, genau. Also, wir wissen, er war trocken. Das sind viel zu... Ja, wir wissen, es war ein Rotwein. Das sind immer noch... Region. Bordeaux, Burgund, Champagner... Provence, okay, Provence ist ja auf jeden Fall in Frankreich. Aber Korsika ist auch eine französische Insel. Und hier Côte du Rhône, das klingt auch sehr französisch. Verdammt, okay. Dann müssen wir vielleicht nochmal gucken. Ich meine, aber er hat das gesagt. Wir gucken gerade nochmal ins Tagebuch. Laura und ich haben da Wein getrunken. Sie ist nicht hier. So, wir haben diese CD, genau. Er hat da gerochen. Moment, als wir die Fotos angeguckt haben. Visuell, Isolationstank. Jetzt kann's losgehen. Irgendwas war. Das war die Statue aus Indonesien. Ah, nee, aber Moment, ein Foto vom Häuschen am See. Das kann ich für die Erinnerung brauchen. Aber haben wir schon mal gehört, wo das war? Ah ja, hier. Das hier entstand in unseren Flitterwochen. Wir haben sie in Loiretal in Frankreich verbracht. Okay, Frankreich war richtig. Da sieht sie hinreißend aus. Oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, welches... Weil hier sind sie in Assam... aber in Indien war das nicht. Und hier sind sie in Saint-Benoît-la-Forêt. Bauernhaus. Okay, ich würde entweder L'Oréal oder Saint-Benoît-la-Forêt... Die suche ich mal kurz. Ob das klappt? Weinkeller? Region. So, Bordeaux, Burgund. Gibt es... Loire, Leinert, Lothringen, Provence? Loire wäre das ja dann wahrscheinlich, ne? Das sind viel zu viel... Okay, scheint aber schon mal richtig zu sein, wenn wir jetzt auch das noch trocken und rot hinzufügen.
dann sind es schon mal nicht so viele, ne? Das sieht ja eigentlich nicht schlecht aus. Können wir die durchprobieren einfach? Ah ne, wenn wir die anklicken, passiert nichts. Okay, wir brauchen auch noch das Jahr. Was könnte denn ein Hinweis auf das Jahr sein? Was ich überlegt hatte, was ein Hinweis sein könnte eventuell. Wir wissen ja, wann sie Geburtstag hatte, ne? Ich guck noch mal an die Tafel. Und damit könnten wir natürlich irgendwie ausrechnen, in welchem Jahr das war. Könnten wir natürlich auch machen, wenn wir uns erinnern, als sie... So, Moment. So, sehr stark das Parfüm. Irgendwo hatten wir das doch, oder? Nee, hier steht nur das. Mir war so, als hätte er irgendwann gesagt, wann ihr Geburtstag war. Ich guck nochmal. Moment, ich guck nochmal ins Tagebuch. Weil das war, glaube ich, das Einzige, was wir bisher gehört haben, was ein Hinweis auf halt eine Jahreszahl sein könnte. So. Das Jahr des Unfalls und so weiter. Das ist das Gespräch mit Miss Dalton. Ich muss irgendwas essen. Sollte in der Tat. Da man sie. Sie ist so strahlend schön in weiß. Das war mit der Hochzeit, ne? Wir wissen leider nicht, wann die Hochzeit war. Aber im selben Jahr sind ja wahrscheinlich auch die Flitterwochen gewesen, ne? Ach Mist, hier war. Das war's schon. Sie haben geheiratet. Es gab ja auch das Hochzeits... Ach, vielleicht müssen wir oben einfach auf das Hochzeitsfoto nochmal gucken. Vielleicht steht da ein Ja dran. Das könnte ja auch sein. Weil das macht ja eigentlich mehr Sinn auch als die Sache mit dem Geburtstag. Moment, ich guck nochmal. Ansonsten im Kalender steht, glaube ich, ihr Geburtstag drin. Würde zumindest Sinn machen, ne? So, also, wo war denn das Hochzeitsfoto? War doch hier drinne, oder? Mir ist so. Gucken mal. Hier hinten war ja auf jeden Fall ein Foto von ihnen. Das will der Doktor ja aber nicht angucken. Wir könnten die Diplome angucken, aber da sehen wir, glaube ich, das Foto hier nicht. Doch, da sind sie, aber das hilft uns nicht weiter. Dann müssen wir mal weiter überlegen. Hier bei den Fotos, war da ein Hochzeitsfoto dabei? Die hatten aber alle keine Jahreszahlen, ne? Aber vielleicht gibt es auf dem Foto einen Hinweis. Also hier badet sie. Laura und ich. Ja, sie sieht auf dem Foto ganz toll aus. Dieses hier entstand in unseren Flitterwochen. Wir haben sie im Loiretal in Frankreich verbracht. Loiretal. Aber dann sind die Flitterwochen... War das Haus am See die Flitterwochen? Ach verdammt, jetzt könnte es sein, dass ich Sachen durcheinander bringe. Das ist das Bauernhaus, in dem wir gewohnt haben. Nahe Saint-Benoît-la-Forêt. Das ist das Bauern... Ja, ich weiß. Das ist das Bauern... Ja, ich weiß. Guck dir das nächste Foto an. Laura und ich im Wildreservat... Laura und ich im... Ja, und das ist kurz vor dem... Nee, okay, hier ist nichts mit Hochzeit dabei. Schwierig, schwierig. Wir können das Foto hier nochmal angucken, ob er uns da nochmal einen Hinweis gibt. Auf diesem Gemälde sieht Laura so elegant aus. Ja, das ist großartig, David, aber ich will wissen, wann ihr geheiratet habt. Oder vielleicht in dem Kalender, ne? Wir gucken nochmal in unser Zimmer, da gab es, glaube ich, einen Kalender. Unten auf dem... an der Pinnwand gab es aber auch einen. Ich gucke hier nochmal bei dem Brautkleid erstmal. Ach, das Brautkleid geht gar nicht mehr, verdammt. Okay, gut, dann gibt uns das keinen Hinweis. So, im Bad war ja auch nichts. Dann müssen wir unten nochmal an die Pinnwand gucken. 2002 hatte ich ja schon versucht, ne? Das gab es ja als Jahr nicht zur Auswahl. Aber das macht ja auch keinen Sinn, wenn... Also das ist ja nicht das, das ist ja das Jahr, wo sie gestorben ist und nicht das Jahr, wo sie Urlaub gemacht haben. David, kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, ich brauche nichts. So, wir gucken hier nochmal an die Pinnwand. Gab es da einen Kalender? Ja, hier, Oktober 2002. Aber den guckt er nicht an. Na, ganz toll. Aber irgendwo war doch noch ein Kalender. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube, unten im Labor. Wir gehen nochmal runter.
irgendwie müssen wir da drauf kommen. Geh nochmal ins Hauptlabor. Lag hier nicht ein Kalender? Ein Buch liegt. Dieses hier. Gerät habe ich für die Klinik. Nein, das Buch. Im Moment wüsste ich nicht, was. Er wüsste nicht, was er nachschlagen sollte. Hier, 2002, ich sehe es doch genau. Guck doch mal in den Kalender. Will er nicht. Na schön, okay. Schwierig, schwierig. Wie viele Jahre gibt es denn zur Auswahl? Vielleicht können wir einfach mal ein bisschen gucken, wann es so ungefähr war. Also wenn Laura 2002 gestorben ist, ne? Vielleicht müssen wir einfach so ein bisschen... Styles ist ja noch nicht sehr alt, ne? Obwohl der Wein natürlich alt sein könnte. Ach, ist das schwierig, Leute. Wir machen nochmal so trocken. Das sind immer noch... Und Loire hatten wir jetzt gesagt. Probieren wir aus. So, hier. Dann gibt es ja nicht mehr so viele. 2002... es gibt aber sehr viele Jahre. Shit. Was ist denn das älteste Jahr? Wenn sie 2002 gestorben ist und es gibt hier 1998, das... 1968. Das wären dann 30, 32, 34 Jahre. Das ist nicht so ausgeschlossen, oder? Sie könnte schon 34 gewesen sein. Andererseits, naja, Moment mal. Also sie haben ja ihre Flitterwochen, aber dann ist die Frage, wann sie geheiratet haben, ne? Das ist der falsche Jahrgang. Es war der Abend vor Lauras Geburtstag. Und deswegen haben wir wahrscheinlich einen Wein aus ihrem Geburtsjahr getrunken. Ach. So haben wir es immer gemacht. Ah, okay. Das ist ja mal ein Hinweis, ne? Styles, den hättest du ja vorher schon mal fallen lassen können. Okay, ich glaube, sie war aus ihrem Geburtsjahr. Ich glaube, sie war 33, ne? Irgendwann hat er mal was gesagt. Ich wünschte, ich hätte es jetzt im Tagebuch gefunden, ne? Aber irgendwann hat er mal was gesagt, von wegen, dass sie, glaube ich, 33... oder hat er gesagt, sie wäre 33 geworden. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber was ist denn... Also, wenn sie 33 war, 2002, dann wäre sie 69 geboren. Das ist der falsche Jahrgang. Nee, okay, das ist falsch. Okay, dann müssen wir nochmal rausfinden, wie alt ist denn Laura? Moment, ich glaube, da hat er irgendwann mal drüber geredet. Ich weiß gar nicht, warum ich den... Nein, nicht den Geldbeutel. Guck, na, komm, Inventar. Guck dir das Buch an, bitte. So, das ist der falsche Jahrgang. CD, irgendwas, nein, das brauche ich nicht. Heus Lauras Bademantel. Ich muss so viele Häuschen am See. Laura hat trockenen Rotwein. Ich habe Musik gehört. Ich bin bereit. Das Video. Ah, in dem Video. Moment, es könnte sein, dass er das im Video gesagt hat, ne? Jetzt kann's losgehen. Okay, alles klar. Ich muss gerade noch mal die Videos angucken. Dass er irgendwie gesagt hat, an einem der Videos, heute wäre Lauras Geburtstag gewesen. 8. August 2005. Wie wär's denn damit? Heute wäre Laura 33 Jahre alt geworden. Alles klar. Alles Gute zum Geburtstag, Laura. Alles Gute, mein Liebling. Okay, wow. Auch direkt das Richtige einfach gefunden. Naja, andererseits die anderen... Na, egal. Also, heute wäre sie 33, 2005. Das heißt, 2005 war sie 33, dann wäre sie 72 geboren, ne? Mathe. Dann probieren wir das nochmal. Also, 1972. Das sind viel zu viele... Aber er sagt nicht, dass das Jahr falsch ist, ne? Gutes Zeichen, glaube ich. So, Loa... Das sind immer noch zu... Ja, das sind zu viele. Vier. Richtig schrecklich. Wie kann man vier Sorten untersuchen? Na also, das beschränkt die Auswahl auf drei Flaschen. So viele kann ich probieren. Stimmt. Vier wären unmöglich gewesen. Drei völlig in Ordnung. Also wir haben 92, 93 und 94. Ich hoffe, ich muss mir die Namen nicht merken, aber ich schreibe mir mal kurz auf 92, 93, 94, damit ich das nicht vergesse. So, dann gucken wir doch mal in unseren Weinschrank, was wir da finden. Greif dir nicht so an den Kopf, Styles. Wir haben es ja fast. So. Einmal schauen, Weinregal.
Ah, okay. Sehr gut, dass ich es mir aufgeschrieben habe. Hier, diese Zunge ist ein bisschen weird. Aber wir probieren mal die 93. Nichts. 94? Ich glaube, ja, das ist er. Ah, okay. Na dann. Ich wünsche mir wirklich, dass Laura wiederkommt, muss ich sagen. Er ist so unglücklich. So, aber nicht zu viel trinken vor der Arbeit, ne? Sonst wird das nichts mehr. Na dann, können wir loslegen, oder? Wir haben alles. Tank offen, Tank schließen, CD einlegen. Ah, okay, CD einlegen kriege ich hin. Moment, hier haben wir es, Musik-CD. So wird das... Ach, hier, das ist bestimmt der Player. Na? Ach so, okay, CD-Knopf. Der CD-Player ist offen. Ja, na klar. Jetzt die CD hier rein. Ist drin. Okay, dann Tank öffnen. Ja, okay. Zuerst muss ich alles für den Isolationstank vorbereiten. Ach so, okay. Dann, Entschuldigung. Hier sind... Das sind Basisduftnoten, die ich in den Isolationstank leiten kann. Pinie, Vanille, Sandelholz. Aber ich brauche etwas Bestimmtes und muss dafür den Trichter benutzen. Ah, okay, alles klar. Dann machen wir Lauras Shampoo hier in den Trichter. Ich habe das Shampoo in den Geruchsfilter geschüttet. Okay, und den Wein? Das ist der Wein. Oder können wir jetzt den Tank öffnen? Ah ja, okay. Wein trinken wir dann drin. Gar kein Problem. Tankabdeckung? Es ist alles vorbereitet. Ich bin soweit. Na dann, auf geht's. Ich hoffe doch, du hast nicht irgendwas Großes geplant. Oder was Peinliches. Du hast morgen Geburtstag? Habe ich ganz vergessen. Natürlich, als ob du dir jemals so eine Gelegenheit entgehen lassen würdest, du Schuft. Ach ja, Dad hat gesagt, dass er Weihnachten in Venedig ein paar Tage mit uns verbringen will. Das wäre doch großartig. Ich bin froh, dass du mich überredet hast. Das wird sicher toll mit all der Dekoration und den Feierlichkeiten in den Kathedralen. Blaue Kacheln. Überprüfe die Autos, David. Was? Darf ich einfach wieder? Oh Gott. Okay, alles klar. Das würde natürlich... Also ich bin irgendwie nicht sicher. Hat sie uns jetzt eine Nachricht aus dem Jenseits geschickt? Oder hat sie ihm an dem Abend gesagt, er soll nochmal die Autos überprüfen und er hat es nicht gemacht und deswegen fühlt er sich jetzt schuldig, weil sie... Ja, weil sie ja gestorben ist. Aber ich schätze, wir gehen in die Garage, oder? Okay, er geht auf jeden Fall raus. Konnten wir vorher schon raus? Kann ich... Okay, wir können nur zum Hinterhof gehen. Überprüfe die Autos, David.
Und er hat sich auch eine Jacke angezogen. Der Turm wurde nur zur Zierde gebaut. Er steht seit Jahren leer. Oh krass, er hat seine Jacke sogar auf dem kleinen Screen hier an. Und dann ab in die Garage. Mal gucken, ob wir irgendwas finden. Wenn sie uns jetzt aber wirklich Nachrichten sendet, ne? Überprüfe die Autos. Ich gucke erstmal das Motorrad an. Was zum Teufel ist das? Wie entzückend. Okay, er ist weiterhin nicht begeistert von Sams Umtrieben, aber das macht ja nichts. Oh, die Gemälde gucke ich mir auch zuerst an. Wir machen das Auto zuletzt, ne? Ich will erst alles andere angucken. Alte Familienporträts. Laura hat sie abgenommen, als sie hier eingezogen ist. Wir wollten sie restaurieren lassen, aber dazu ist es nie gekommen. Okay, na dann, jetzt das Auto. Was werden wir da finden? Mrs. Dalton kümmert sich zweimal im Jahr um die Instandhaltung. Ich rühre den Wagen nicht an. Wie, du rührst den Wagen nicht an? Laura hat gesagt, überprüf das Auto. Mrs. Dalton. Nicht? Okay. Dann nicht, schätze ich. Wenn du nicht auf die Nachrichten aus dem Jenseits hören möchtest. Kein Problem. Aber was machen wir dann? Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Können wir eigentlich gehen als er? Können wir hier zur Bushaltestelle? Nee, können wir nicht. Wir können nur wieder ins Haus. Er verlässt ja auch das Haus nie, ne? Also wäre schon auch komisch. Soll ich mit Miss Dalton nochmal darüber reden? Oder soll ich... Was soll ich denn jetzt machen? Oder machen wir jetzt einfach Business as usual? Was ist der nächste Punkt auf unserer To-Do-Liste? Ich bin ganz durcheinander. Was machen wir jetzt? Oder hat sich die Nachricht verändert? Ich habe jetzt nicht geguckt, ne? Wir gucken nochmal. Da steht ja schon, ich bin. Ich habe übrigens auch nochmal geguckt, ne? Da war vorher wirklich nur das I. Und ich bin mir relativ sicher, davor war da auch gar nichts. Also irgendwie verändern sich diese Rollen hier. Ich gucke die nochmal an. Ich bin. Ich überlege gerade, was da jetzt stehen könnte, ne? I am. Also wenn wir erstmal davon ausgehen, dass das Englisch ist. Obwohl, es könnte ja auch Deutsch sein, ne? Weil schließlich war die Postkarte ja auch übersetzt. Also Englisch. I'm here würde auf jeden Fall passen, ne? Also ich bin da. Ansonsten auf Deutsch vielleicht immer oder so? Oder im... Ja, ich weiß auch nicht. Und was machen wir jetzt als nächstes, ne? Wir haben auch mal noch den Scanner. Oder müssen wir jetzt vielleicht im anderen Labor was machen? Ich wechsle nochmal das Labor. Gucken mal, ob wir jetzt hier irgendwas machen können, ne? Hauptlabor. Könnte ja sein. Da ist jetzt was. Ich weiß nicht, ist schon komisch, ne? Dass er das auch gar nicht kommentiert hat. Nö. Buch. Hauptlabor. Wir gehen nochmal hier hinten hin. Betten. Computer. Können wir jetzt hier am Computer irgendwas machen vielleicht? Sollen wir hier mal gucken? Boote von Festplatte. Speichergröße. Start FMRID. FMRI Data Viewer App. Eine Sitzung auswählen. Okay, Sitzung 1. Dann gucken wir auf dem Computer Sitzung sind viele an. Stunden Material gespeichert. Ich will das alles aber erst durchgehen, wenn ich noch ein paar Sitzungen als Vergleichsmaterial habe. Also willst du die Sitzung jetzt nicht angucken? Auf dem Computer. Dann können wir das anscheinend noch nicht machen. Aber was willst du denn... Was willst du denn dann jetzt als nächstes tun? Ich glaube, ich rede nochmal mit Miss Dalton. Vielleicht will er ihr berichten von unseren... Ich weiß gar nicht... Erfolgen? Fragezeichen? Ne? So, wir gehen mal hier rein in die Küche. Hallo? Alles in Ordnung? Ja, danke. Ich muss sagen, geht so, ne? Ich habe Anweisungen von meiner toten Frau bekommen, die ich nicht erfüllen möchte. Wir können über das Motorrad reden, was wir gefunden haben. Okay, dann machen wir das mal. Was ist das für ein Schrotthaufen in der Garage? Sie meinen das Motorrad? Ich habe es auch gesehen und dachte, es gehört bestimmt Sam. Ich glaube, es ist kaputt.
Das würde auch den Zustand erklären, in dem sie hier angekommen ist. Das Motorrad ist ein unerwünschter Schandfleck. Nun, da sowieso keine Menschenseele auf das Dreadhill-Anwesen kommt, wird es vermutlich niemand sehen, oder? Reparatur. Ach, reparieren wir jetzt ihr Motorrad? Das wäre aber nett von uns, ne? Obwohl, auch sehr untypisch für unseren Charakter gerade, ne? Hören Sie, rufen Sie die Werkstatt in der Stadt an und sagen Sie, Sie sollen das Motorrad abholen. Dann sollen Sie das hässliche Ding irgendwie reparieren. Das ist aber großzügig von Ihnen, David. Ich will nur nicht, dass dieses Gör hier festsitzt und sich einnistet. Nun, also das macht sie ja schon so ein kleines bisschen. Da fürchte ich, kommst du ein bisschen zu spät, David. Wir können auch nochmal über sie reden. Machen wir natürlich, ne? Ich habe dazugelernt aus der Sache mit den großen Inszenierungen. Schleicht das Mädchen hier irgendwo rum? Sie meinen Sam? Sie ist zur Universität gefahren. Gut, ich muss zugeben, sie hat heute Morgen viel geschafft. Und? Was halten Sie von ihr? Von wem? Na, von Sam. Sie sind heute Morgen aber nicht ganz bei der Sache. Also auf mich wirkt sie ziemlich selbstständig und tatkräftig. Zumindest faul ist Miss Everett nicht, ja. Sie hat doch hoffentlich keinen Ärger gemacht. Ärger? Dieses Wort steht ihr in Großbuchstaben auf die Stirn geschrieben. Was nicht heißt, dass ich mit so einem Gör nicht fertig werde. Ich hoffe, dass sie ihre Sache gut macht. Im Labor herrscht das reinste Chaos. Und ich habe schon genug mit dem Rest dieses alten Hauses zu tun. Ja, das sagen sie oft. Okay, also der Dialog war tatsächlich ein bisschen anders, ne? Er hat ja jetzt zugegeben, dass sie doch ganz okaye Arbeit gemacht hat bisher. Immerhin. Von Dr. Stiles ist das ja ein großes Kompliment. Und ich bin weiterhin verwirrt, wie der Altersabstand zwischen denen ist. Andererseits, er hat ja viele Jahre in der Universität gearbeitet. Und Sam geht als Studentin durch, ne? Das heißt, wahrscheinlich könnte er doch irgendwie ihr Vater sein. Also wahrscheinlich ist er doch wesentlich älter als sie. Es ist nur, in den Cutscenes sieht er immer so jung aus, ne? Er ist so faltenlos gezeichnet, ich weiß nicht. So, ach, müssen wir vielleicht jetzt an der Pinnwand uns eine der Visitenkarten nehmen? Das wäre vielleicht auch noch ein Versuch wert, guck ich mal. Vielleicht wollen wir irgendwen anrufen mal. Eine Visitenkarte von Inspektor Pace. Okay, nee, da sagt er nichts Neues. Simons Visitenkarte mit seiner Telefonnummer. Den will er aber auch nicht anrufen. Tja, dann würde ich sagen, war es das wohl erstmal für diese Folge von Grey Matter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr Ideen habt, was der Stiles jetzt als nächstes vorhat, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Discord. Da reden wir auch immer über die Folgen. Ja, und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!